Jetzt geht's, okay. So, jetzt muss ich mal gerade gucken, wie man das hier. So. Also, wir hatten jetzt ein bisschen Probleme, das hier in den Griff zu kriegen. Jetzt ist schon fast eine Viertelstunde, 20 Minuten rum. Das geht natürlich hier vorbei wie eine Minute. Tut mir sehr leid, ich bin jetzt äußerst gestresst. Ich muss den PC wechseln, habe jetzt ein anderes Programm und alles ein bisschen anders. Und ich muss gerade noch ein bisschen gucken, wie ich parat komme. Das ist nervig und es tut mir leid. Ich würde sagen, wir trinken alle schon mal einen Schluck Wein. Das beruhigt ein bisschen. Ich gucke, ich hatte so viel. Gucken, dass ich das umgemodelt bekomme. Und ich hoffe, dass das Internet mal jetzt stabil bleibt. Ich weiß immer noch nicht, woran es jetzt gelegen hat. Ich versuche jetzt gerade wenigstens noch mal ein paar Bilder reinzubekommen. Jetzt muss ich sie aber wieder suchen. Ich finde hier gar nichts. Einen kurzen Moment. Hier sind keine Bilder, nirgendwo. Wo ist denn die Festplatte? Ist die schon wieder draußen? Die ist gar nicht eingesteckt. Papa, jetzt gucke ich hier in so eine Kamera wie so ein Opa. So, hier sind sie. Okay. So. Dann machen wir ein bisschen anders. Dann wähle ich die Bilder immer aus, die ich brauche. Okay. Schreib ruhig mal, wenn irgendwas nicht geht oder was geht. Also ich sehe selber, dass ich hänge hier. Das ist schon mal schlecht. So, jetzt habe ich zumindest mal so, dass ich den Chat lesen kann und mich sehe. So. Das waren gerade nochmal alle Einstellungen neu einstellen. Ich benutze hier eine Streaming-Software, die dann quasi die Daten an YouTube überträgt. Jetzt hört ihr mich mal kurz wieder nicht. Einen kleinen Moment. So, jetzt ist Ton hier wieder an. Das muss ich gerade über. So, hier, hallo, hallo, das geht. Hier nochmal, hallo, hallo. Hallo, geht. Hallo, geht. Hallo, geht. Oh Mann, ey. So, okay, jetzt ist der Ton schon mal. Bilder, einen kleinen Moment. Ich hole mir jetzt mal ganz schnell die Bilder, nur damit ich anfangen kann. Und dann machen wir das peu à peu. Die muss ich leider erstmal wieder alle rauslöschen. Also, ich fange jetzt einfach schon mal an, ein bisschen zu erzählen. Ich bin Julian Scheidt. Der gestresste Julian Scheidt noch im Moment. Ich bin Winzer im Weingut Richard Scheidt. Mit meinem Vater zusammen machen wir in Merl an der Mosel 6,5 Hektar Wingert. Großteil davon, 80%, ist Steillage. Seit 2015 biozertifiziert. Und ich bin im Betrieb seit 2018. Da mache ich die Weine. Und im Jahrgang 2018 haben wir auch relativ viel umgestellt mit dem Jahrgang, wo ich nach Hause kam. Und unter anderem das, die Ausstattung der Flaschen und die Aufteilung unseres Sortiments. Auf einmal sind ein paar Weine verschwunden und eine neue Preisliste ist aufgetaucht, wo die Na Weine aber anders benannt waren. Und darüber wollen wir ja heute ein bisschen sprechen. Da will ich ein bisschen Licht ins Dunkle bringen, was das mit den Namen auf sich hat, warum
wir die trockenen Prädikate oder die Prädikate im trockenen Bereich abgeschafft haben. Genau, darüber reden wir gleich. So, da hole ich jetzt noch gerade mal zwei Bilder rein. Und dann fangen wir damit an. Die bräuchte ich nämlich, wo sind die Bilder? Um das zu erklären. Wichtig ist auch vielleicht noch am Anfang zu sagen, dass wir jetzt irgendwie keine Grundsatzdiskussion führen wollen. Wir haben uns quasi dafür entschieden, die Weine so zu nennen. Das ist ein System, was ich gleich vorstellen werde. Und ich will einfach jetzt nur erläutern, warum wir uns dafür entschieden haben und eben was das heißt. Ne? Dafür brauche ich jetzt mal hier die Bilder und dann das da und vielleicht das so. Das auch noch. Öffnen und Attacke. So. Erstes Bild ist da, das brauche ich nicht. So, wie kann ich jetzt weiterklicken? Die Einstellung fehlt auch. Da muss ich mal gerade hier nochmal schauen. Ich richte mir gerade komplett neu ein. Ach, eine Sekunde. So, aber wenn ich das jetzt einmal habe, dann ist es doch besser. So, jetzt muss ich gerade. Ich habe mich in letzter Zeit ja eigentlich super hier da rein ein bisschen reingefuchst. Super ärgerlich, dass das jetzt auf einmal nicht klappt. Dann müssen wir mal gucken, warum. Das passt noch. Okay, gucken wir mal, ob ich jetzt. Tada, okay. Jetzt sind die ein bisschen in der falschen Reihenfolge, muss ich mir jetzt mal merken. So, das hier ist das Bild, mit dem ich anfangen will. Okay. Ich habe jetzt einen Faden verloren und dann gucken wir mal, wie ich mal das jetzt hinkriege. Vielleicht fange ich schon mal von vorne an. Jetzt bin ich sehr, sehr durcheinander. Tut mir super leid. Sehr, sehr ärgerlich. Ärgere mich selber, aber nützt ja nichts. Also, die Lagenklassifizierung. Hier sehen wir jetzt ein Bild alle zusammen. Und was sieht man da? Man fällt Merl auf und zu sehen ist die Moselschleife und halt eben so farbige Flächen, die Weinberge darstellen. Und das ist eine Lagenkartierung von den Preußen. Die haben damals, um quasi Abgaben und Steuern einzubeziehen, haben die Weinberge klassifiziert. Also wenn ein Wein aus dem Weinberg kam, der von den Preußen extrem gut klassifiziert wurde, also eine hohe Güteklasse hatte, der wurde dementsprechend teuer besteuert. Ein Wein aus einer schlechteren Lage wurde dementsprechend nicht so hoch besteuert. Und die Flächen, die jetzt hier so ganz dunkelrot, fast schwarz sind, das sind die sehr gut besteuerten Lagen und die so golden, gelb, hellbraun sind die eher schlechteren Lagen. Eigentlich ist nur, was ich damit sagen will, ist, dass halt früher die Güte von einem Wein da mit bemessen wurde, wo der Wein herkam. Aus welchem Weinberg der kommt, ne? Welcher Boden da vorherrscht. Einfach, genau, das Augenmerk war auf die Herkunft gerichtet. So, mit dem Weingesetz 1971 ist das ein bisschen fallen gelassen. Einen Moment, ich merke mir gerade, wo ich dran bin. Ich sehe gerade, dass hier die Kamera überhaupt nicht mitläuft. Häng ich? Maren, guck. Ja, anscheinend schon. Ja. Guck mal gerade, ob die Kamera überhaupt an ist hier, in dem, wenn ich die Bilder zeige. Verstehe dich nicht. Ja, wie die Kamera leuchtet, müsste auch gehen. Ich hänge scheinbar wirklich. Also, ich wollte nur damit mit dem Bild sagen, früher wurde auf die Herkunft der Weine geachtet.
mit dem Weingesetz 71 wurde ein bisschen fallen gelassen und man hat die Weine qualifiziert nach der Süße in den Trauben beim Lesezeitpunkt. Das heißt, eine Traube, die sehr süß war, die Einheit für die Süße misst man in Öxle, das ist die Dichte des Mostes. Je höher die war, desto wertiger war die Traube und dadurch auch der Wein. Und dadurch kamen die Prädikate zustande, also die man so kennt. Kabinett, Spätlese, Auslese. Und um einen Wein quasi Kabinett nennen zu dürfen, muss der Most aus den frisch geernteten, gepressten Trauben mindestens 73 Öxle haben. Für eine Spätlese muss der Most mindestens 80 Öxle haben. Und für eine Auslese halt eben 88 Öxle. Ne? Also es war eigentlich egal, wo die Traube herkam. Ob die jetzt in der Nähe der Mosel gewachsen ist, auf einem tiefgründigen, sandigen Boden oder in einer Steillage auf Schiefer. Wenn die gleiche Öxelwerte hatten, also den gleichen Zucker, dann hatten die die gleiche Qualität. So, ich mache jetzt hier mal peu à peu meine Einstellung mal wieder so, wie die waren, weil das ärgert mich alles ein bisschen. So, hier muss auch mal so wieder ein bisschen rüber. So. Also, mit dem 71er Weißgesetz und so ist es ja heute oft auch noch, die Güte des Weines basiert auf dem Restzuckergehalt. Genau. Wir gehen aber jetzt in der heutigen Zeit, haben wir, ich möchte die Bilder suchen, Mostgewichte, die sind so aus. Und hier ist ein Bild von einem Herbstbuch vom Jahrgang 2019 und da sieht man in der Spalte mit den Zahlen, das sind die Grad Öxle. Ne? Links davor steht die Rebsorte, also das ist hauptsächlich Riesling. Ganz oben an der zweiten Stelle hat man ein bisschen Weißburgunder gelesen. Das tiefste, was ich da jetzt gerade sehe, ist 82 Öxle. Geht hoch bis 90, 92, 90, 87, 87, 87, 87, 90. Wenn wir uns jetzt gerade zurückerinnern, ist halt alles Spätlese oder Auslese. Also das heißt, es ist überhaupt gar nichts mehr Spezielles oder super Seltenes, Trauben in Spätlesequalität zu lesen. Das ist vorbei. Wir haben wärmere Sommer, wärmere Jahre. Die Lagen sind heute so warm, dass die Trauben überall ausreifen und quasi überall Zuckerwerte erreichen, die Qualitätsversprechen liefern. Ne? Das war halt früher nicht so. Früher wurde nur die Traube in der Steillage, in den Top-Lagen, wo viel Sonne war, die eine gute Südausrichtung hatten, wo die Sonne drauf geschieden hatten. Die haben die Süße erreicht, um ein hohes Prädikat zu bekommen, wie eine Spätlese oder Auslese. Heute ist das anders. So. Das heißt, wie viel Wert kann ich dann jetzt darauf geben? Ne? Haben wir uns dann gefragt. Macht das überhaupt Sinn, unsere Trauben noch nach Zucker zu sortieren, den man überhaupt auch gar nicht die Qualität des Weines so beeinflusst, finde ich. Guck mal gerade noch, genau, hier sieht man, das ist von 2020, Königslei, junge Reben, da haben wir eine süße Spätlese von gemacht. Der hatte 98 Öxle, gelesen noch im September, Riesling. Also alles anders als früher. Und deshalb wird es auch Zeit, dass man die Systeme ein bisschen ändert. Und genau, das wollen wir halt erklären, das haben wir ja gemacht. Und dazu trinkt man jetzt erstmal noch ein Glas von dem ersten Wein, und das ist nämlich der Gutsriesling von uns, Riesling Trocken 2019. Und so langsam werde ich dann noch ein bisschen entspannter, hoffe ich. Ich muss mal gucken, dass ich ja jetzt so nicht so hier so durchschwimme, sondern ein bisschen meine Richtung halte. Ich hoffe, das klappt. Und ich sehe jetzt hier auch den Chat, da steht mal schon mal kein Stress, Chef. Entspannt, jetzt läuft's. Schreibt ruhig währenddessen immer gerne in den Chat. Das hilft mir immer ein bisschen, weil ich ja überhaupt gar kein Feedback bekomme. Ich kann keinen sehen. Wir können quasi nur über den Chat ein bisschen kommunizieren. Und da beantworte ich auch gerne Fragen. Also wenn was offen bleibt oder wenn ihr mit was nicht ganz einverstanden seid, gerne Fragen. Und jetzt geht es mal um den Wein. Wie gesagt, das ist unser Riesling Trocken 2019.
Prost, zum Wohl. Jetzt freue ich mich aber richtig, ey, da drauf. Ja, das ist ein Gutsriesling. Und wie ihr jetzt auf dem Etikett seht, steht auch nicht viel mehr drauf. Da steht drauf, wer das hergestellt hat, Weingut Richard Scheidt, unser Logo, unsere Adresse. Da steht drauf, welche Rebsorte ist, Riesling, dass er trocken ist und welches Jahr. Und das ist auch wichtig. Und das soll man eben auch schmecken bei dem Wein. Man soll schmecken, trägt unsere Handschrift, ist von der Mosel und ist ein Riesling. Das heißt, soll die klassische Rieslingfrucht mitbringen, auch typisch jahrgangsgeprägt. Und können wir ja mal probieren. Könnt auch gerne reinschreiben, was ihr schmeckt und riecht. Ich finde, 19er Jahrgang ist jetzt gerade super schön zu trinken. Wir haben leider von dem Wein oder generell 19er Rieslinge schon fast alles verkauft. Leider, wir legen uns auch selber noch ein bisschen mal zurück. Ich finde aber jetzt gerade werden die 19er sehr, sehr schön harmonisch. Die Säure bindet sich schön ein. Bildet einen schönen Trinkfluss animiert zum Trinken. Und das ist auch wichtig, dass ein Gutswein eben zum Trinken animiert, dass der Spaß macht und nicht so schwer ist, einfach schön leicht, spritzig und nicht so kompliziert und bis auch ruhig, auch ein bisschen fruchtbetonter ist, halt eben auch die Rebsorte in den Vordergrund kommt, dass man klar erkennt, okay, das hier ist ein Riesling, das ist ein Wein mit Niveau, mit Anspruch, aber auch eben ein Wein, wovon man auch mal hier schön ein paar Gläschen von trinken kann, ohne sich auch zu viel damit zu beschäftigen. Ich finde, riecht überhaupt nicht aufdringlich, schön elegant. Bisschen Pfirsich, Steinfrüchte. Noch schön diesen Biss und die klassische Würze von der Mosel, finde ich, die der Schiefer einfach auch mitbringt. Der Wein ist komplett spontan vergoren 2019. Die Trauben stammen komplett durchmischt aus den Weinbergen vom Merler Berg, hauptsächlich immer Stephansberg, da liegen auch die meisten Riesling-Weinberge von uns und ist ein bisschen Fettgarten mit drin. Und das zusammen bildet immer wunderschön die Basis für den Gutsriesling, die, ja, ich finde, jetzt auch richtig viel Spaß macht, schön saftig ist und einlädt, nochmal hier das Glas leer zu trinken und genau, zu trinken. Ich versuche mal hier den Chat noch ein bisschen größer zu machen, da schreiben wir jetzt ein paar Leute rein. So, ja, der Alfred schreibt, kommt gut in die Reife und ist noch sehr frisch, finde ich auch, hat auch eine leichte Kohlensäure, Säure hält noch, hat ein gutes Gerüst, ne? Ist jetzt aber, ich finde, überhaupt nicht störend, wirkt nicht sauer, ist eine sehr, sehr reife Säure, 19 war ja auch ein Jahr, muss ich mal kurz nochmal überlegen, was 19 war, war jetzt schon der 20er Jahrgang, das vermischt man immer ganz schnell, 19, genau, da hatten wir hohe Reife, wir hatten einen trockenen Sommer. Aber hinten raus sind die Trauben schön ausgereift. Ging auch oft, der klassische 19er ist dann so eine ganz, ganz schöne, saubere Botrytis, will ich jetzt sagen. Also die Trauben waren überhaupt nicht faul, aber hatten so einen Reifepunkt erreicht, ohne viel Zuckergehalt. Ne? Das ist so, finde ich, klassisch 19er, das ist so eine Leichtigkeit, eine Spritzigkeit. Der Wein hat 11,5 Volumenprozent. Ist überhaupt nicht schwer und das finde ich immer sehr, sehr wichtig. Wir arbeiten, seitdem ich jetzt viel zu Hause, oder seit 2018 auf jeden Fall,
weitestgehend ohne Anreicherung. Wir haben immer mal eine Partie dabei, wo wir sagen, okay, da erhöhen wir den Alkohol ein bisschen. Ist aber meistens, wenn überhaupt, nur ein Fass. Also würde ich sagen, 98% der Weine bleiben komplett unbehandelt, was Säure- und Alkoholwerte angeht. 19 haben wir durch die Bank fast alles spontan vergoren. Und das sind dann genau sehr puristische, handwerkliche Weine. Und jetzt komme ich schon mal zurück darauf zu sprechen, warum da kein Prädikat mehr draufsteht oder warum da jetzt kein Merlot Stephansberg draufsteht, obwohl da so viel Trauben drin sind, die aus dem Merlot Stephansberg kommen. Wir haben uns jetzt halt eben für die Klassifizierung Gutswein, Ortswein, Lagenwein entschieden. Und beim Gutswein ist es halt eben so, dass der unser Weingut repräsentieren soll, unsere Region und die Rebsorte, aus der der Wein gemacht ist. Und ich finde, das macht der Wein sehr, sehr schön. Und da komme ich wieder aufs Etikett. Da steht im Prinzip auch nur drauf, was der Wein transportieren soll. Eben, ne? So, genau. Jetzt muss ich mal gerade gucken, ob ich noch ein paar Bilder habe. Ich klicke einfach mal durch. Das haben wir schon gesehen. Meine Frage. So, Riesling trocken 2019. Das wollte ich eigentlich zeigen, weil sie den Wein probiert haben. Genau, hier können wir vielleicht noch sprechen darüber, wie sich das so gewandelt hat. Ne? Damals, das linke Etikett ist aus den 80ern. Und dann sieht man quasi so 90er, der mittlere Etikett ist 2000, dann 2012 und unser heutiges Etikett. Also wir haben immer mehr aufgeräumt, sind klarer strukturiert, würde ich mal sagen. Und ich finde, das ist reduziert auf das Wesentliche und darauf kommt es an. Jetzt kam eine spannende Frage, die auch gut passt. Meine Frage, wie letzten Sonnabend, da Riesling bekanntlich eine höhere Säure hat. Warum baust du keinen Müller-Thurgau nicht als Spätlese trocken aus? Die nehme ich jetzt einfach mal, um genau euch allen das mal zu erklären. Also, wir schreiben keine Spätlese trocken mehr drauf, weil Spätlese und Auslese und Kabinett im trockenen Bereich überhaupt gar keine Relevanz mehr haben für uns. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass überall Spätlese wächst. Wir haben selten mehr Moste im Keller, die von der Kälte laufen, die keine Spätlese-Öchsle haben. Und das ist einfach nichts Besonderes. Und dann könnten wir überall Spätlese draufschreiben und dann hätten wir quasi keine Qualitätsstaffelung, was auch komplett sinnlos wäre. Dann hätten wir ja quasi nur einen Wein in der gleichen Qualitätsstufe und keine Struktur mehr ohne Sinn. Und außerdem, das ist ja nur eine Angabe für Zucker. Also die Spätlese sagt einfach nur aus, wie süß der Wein war. Aber das ist überhaupt gar keine Glanzleistung mehr, einen Wein in eine Spätlese Mostgewicht zu bekommen. Und deshalb schreiben wir da auch überhaupt nicht mehr drauf. Ich weiß ja nicht, warum, wie ich die Frage da beantworten soll. Also wir hätten dieses Jahr sogar eine Müller-Thurgau Auslese trocken füllen können. Aber warum, ist die Frage, ne? Unser Müller-Thurgau, wir lesen den immer in einem perfekten oder möglichst perfekten Reifepunkt, wenn der Müller-Thurgau diese schöne Frucht noch hat. Und wenn er zu reif wird, dann wird er ein bisschen plumper, bekommt eher so Noten von Muskat, ein bisschen Blüte. Und genau in dem Übergang versuchen wir Müller-Thurgau immer zu lesen. Und dann hat der meistens so zwischen 85 oder sagen wir mal, meistens hat er so 85 Öchsle. 20er Jahrgang war außergewöhnlich. Durch die Hitze hat sich das so aufkonzentriert in den Trauben, dass wir halt Müller-Thurgau mit 91 Öchsle gelesen haben. Und ja, aber das ist ja gar nicht das Ziel. Also wir arbeiten ja eigentlich auf reife Trauben mit möglichst wenig Alkohol hin. Also wir haben das gar nicht mehr den Anspruch, möglichst viel Zucker in die Traube zu bekommen, sondern
jetzt kann ich halt eben, jetzt gehe ich da rein, wie wir es heute machen, sondern gucken eher darauf, woher kommt denn der Wein? Aus welchem Wingert, aus welcher Lage kommt denn der Wein? So quasi wie ganz früher, wo ausschlaggebend war, hey, wo kommt denn der Wein her? Ich meine, früher war das damit gekoppelt, dass man nur, ich meine, ich wiederhole mich, ich drehe mich ein bisschen im Kreis, aber man kann nicht, scheinbar nicht oft genug sagen, ne? Oder ist auch ein bisschen schwierig zu erklären. Früher, als es nicht so warm war wie heute, sind nur in den Top-Lagen die Weine so reif geworden, die Trauben, haben diesen Zucker eingelagert. Heute ist das, spielt da keine Rolle mehr. Die Weine an der Mosel werden so reif und im Steilen. Und jetzt machen wir heute so und gucken, okay, wie schmecken denn die Moste überhaupt? Vielleicht schmeckt der Most, der 85 Öxler hat, viel, viel besser, ist viel spannender, viel vielschichtiger als der Most, der 95 Öxler hat, der schon so reif ist, dass er schon plump ist. Das ist quasi, wenn mein Opa jetzt noch fit wäre, würde er sagen, wir wären bescheuert. Ne? Früher, das wäre ja ein Traum gewesen, so reife Moste nach Hause zu bringen. Aber wir sind quasi in der Situation, die ich mir damals nicht mehr vorstellen kann. Und der Opa konnte sich die Situation, die wir heute im Herbst haben, wahrscheinlich aus seiner Sicht früher heute nicht gar nicht vorstellen. Wir haben keine Probleme mehr mit Reife. Und wir schreiben keine Müller-Thurgau-Spätleser trocken mehr, weil das nichts Besonderes mehr ist. Und wir eher gucken, dass wir einen schönen Gutswein hinkriegen. Weil mir dann, wie vorhin gesagt, Gutswein, da steht Rivana drauf, das ist immer die Nummer 01. Das ist unser trockener Müller-Thurgau. Und der hat meistens Spätlese und Mostgewicht. Dieses Jahr hat er ja sogar Auslese-Mostgewicht. Aber wir wollen halt eben einen Wein, der Gutsweincharakter hat. Das heißt, die Mosel repräsentiert, unser Weingut repräsentiert und ganz deutlich den Jahrgang und die Rebsorte. Und die Rebsorte repräsentiert, ne? Und halt, wir wollen halt nicht mit der Spätlese das Zuckerlevel repräsentieren. Weil das, ja, nichts mehr so ist. Ich denke mal, vielleicht wird das klarer, wenn wir jetzt noch gleich über Ortswein, Lagenwein sprechen, um dann da halt eben eine Struktur reinzukriegen. Aber Zuckerwerte sind lange nicht so wichtig wie guter Geschmack. Und guter Geschmack wird beim Wein ganz, ganz entscheidend geprägt von der Herkunft. Auf welchem Boden der Wein wächst. Genau. Und vielleicht ist das jetzt auch eine gute Überleitung zum nächsten Thema. Ich trinke nochmal gerade einen Schluck, um das alles mal ein bisschen sacken zu lassen. Ich muss mich nochmal neu sortieren. Ihr könnt ja mal reinschreiben, ob ihr mich versteht, ob ihr das auch nachvollziehen könnt, ob ihr das schade findet oder ob ihr das, okay, wir merken auch, es ist wärmer. Wir haben das jetzt verstanden und wir kommen halt jetzt auch gleich darauf, warum Weine anders schmecken können oder ja, halt eben kein Produkt, kein, ich kenne kein Lebensmittel, bin mir sicher, das ist kein Produkt, ihre Herkunft so gut transportieren kann wie Wein. Also man schmeckt schon deutlich, wo Wein gewachsen ist, wenn er halt eben handwerklich gut ausgebaut ist und nicht viel anderes hinzukommt, außer der pure Saft, der dann zum Wein wird. Genau. Ich suche noch ein paar Bildchen raus und dann machen wir mit dem Ortswein weiter. Ich mache mal den Ortswein schon mal auf. Ortswein ist der Merler Riesling. So. Schwenken schon mal, da kann schon mal ruhig ein bisschen Luft kriegen. Riech schon mal rein. Ich hole gerade noch mal ein paar Bilder hier rein, um euch das noch mal zu zeigen. Da muss ich schon mal gerade ein paar löschen. Um.
So, danke. Gabi, Fried, das ist schon mal gutes Feedback. Und wie gesagt, jetzt erkläre ich gleich, wie wir denn unsere Weine klassifizieren. Also wir probieren jetzt den Merler Riesling trocken 2019. Das ist der zweite Wein. Der Merler Riesling Ortswein. Welche Bilder hole ich denn da? Muss man ein bisschen schräg. So, und noch welche vielleicht? Ja, also normalerweise habe ich die alle schon im Programm hinterlegt. Jetzt muss ich mir die wieder raussuchen. Das ist alles ein bisschen ärgerlich. So. Okay. Die sind leider schräg, okay. Also wir probieren den Merler Riesling. Ich schalte nochmal hier rein. Das sieht so aus. Ich weiß, stellt die Kamera das scharf? Ich glaube nicht. Aber wir haben ja jetzt Riesling trocken, Merler Riesling und Königslei. Und das ist jetzt quasi der Merler, der zweite. Ja. Ortswein nennen wir das jetzt, ne? Nach dem Gutswein kommt jetzt der Ortswein. Und zwar, warum Ortswein? Ich habe jetzt gerade nochmal wieder Chat gelesen, bin wieder ein bisschen raus. Also. Genau, ich fange nochmal vorne an beim Gutswein. Was war der Gutswein? War quasi ein frischer, fruchtiger Wein, der den Fokus auf den Riesling legt, der ja auch nur auf dem Etikett steht. Jetzt haben wir einen Wein, der steht auf dem Etikett Richard Scheidt, Merler Riesling, trocken. Also legen wir jetzt den Fokus auf Merler Riesling. Das heißt, jetzt kommen wir auch in den Bereich, wo man sagt, okay, wir haben jetzt hier Weine. Da kann man sich noch mal ein bisschen mehr mit beschäftigen. Die passen super gut zum Essen. Die sind einfach nochmal eine Spur komplexer als Gutsrieslinge. Die sind von älteren Reben. Wir haben da noch sehr viel Wurzelechtenbestand. Das heißt, alte Reben, die so in den 80ern gepflanzt worden sind mit der Flurbereinigung, die jetzt ihr Alter von 40 Jahren erreicht haben. Wir sind da niedriger mit dem Ertrag pro Rebe und Trauben, die wir heimholen. Und bauen die noch ein bisschen anders aus. Also die vergären auf jeden Fall zu 100% spontan. Das heißt, da wird keine andere Hefe hinzugefügt. Werden überhaupt nicht geschönt oder sonstiges. Da kommt nur ein bisschen Schwefel drauf zur Stabilisation. Und den 19er Jahrgang, da war ich sehr gut drauf, sag ich mal, im Herbst. Da war ich sehr experimentierfreudig. Das war so eine Phase. Ich habe den Merler Riesling und auch gleich den Königsler Riesling abgefüllt, ohne jegliche Filtration. Das ist quasi ein Wein, so wie ganz früher schon, ohne Technik. Wir haben die Trauben von Hand gelesen, haben die heimgefahren, wir haben die mit einer modernen Kälte abgepresst und den Most ohne große Vorerklärung relativ trüb vergoren. Der fängt dann von alleine an zu gären, gärt sehr moderat und langsam. Und dann habe ich den einmal von dem großen Hefedepot. Nach der Gärung setze ich halt eben die Hefe unten am Tank ab. Da habe ich den Tank einmal abgestochen, also den Wein von der Hefe getrennt. Und dann auf der Feinhefe, oder sogar, Moment, ja, genau, Feinhefe, halt eben 10 Monate reifen lassen. Und dann kam der vor der Füllung ein ganz bisschen Schwefel und habe den dann, ja, zeige ich gleich, kann ich auch jetzt. Muss ein bisschen schräg gucken. Hier mit so einem kleinen 6-Reihen-Füller in unserem Keller mit meinem Bruder abgefüllt. Ja, ganz simpel, ohne Technik, ohne Filtration. Und ich fand die Idee halt ohne Filtration spannend, einen Wein zu machen, der genug Zeit bekommen hat, um sich selbst zu stabilisieren. Da kam halt eben nichts hinzu, was so die Harmonie von dem Wein aus dem Gleichgewicht bringt. Sondern der hat die Balance schon immer gehabt und dann halt eben durch das lange Lager auf der Hefe
stabilisiert der Wein sich unheimlich gut selbst. Und die Filtration nimmt ja, man macht den, dann filtriert den Wein, damit der Wein klar wird, blank wird, sauber wird. Ne? Aber durch die lange Zeit auf der Hefe hat sich alles sehr, sehr gut sedimentiert und auf dem Boden abgesetzt. Und ich konnte den ganz sauber quasi aus dem Tank ziehen und in die Flasche bringen. Und der Wein ist sehr trocken. Und je trockener der ist, also je weniger Zucker der Wein hat, desto weniger kann jetzt auch noch auf der Flasche passieren. Also man filtriert die Weine nämlich auch, um die Hefen zu entfernen, damit der Wein nicht auf der Flasche weitergärt. Da der Wein sehr trocken ist, hat die Hefe gar nicht mehr zu futtern, um zu gären, weil der keinen Zucker hat. Und so kann jetzt eigentlich nichts passieren. Der ist jetzt ein halbes Jahr abgefüllt. Und ja, ganz spannend. Und ich habe auf die Filtration verzichtet, weil die halt eben immer was wegnimmt. Alles, was der Filter sonst rausnimmt, können wir jetzt schmecken. Schmecken wir als Mundgefühl, schmecken wir als Struktur im Wein. Und genau, da können wir jetzt mal probieren. Also man riecht auch die Reife. Ich finde, das ist eine ähnliche Nase wie beim Riesling Trocken, nur noch ein bisschen tiefer, ein bisschen ruhiger, ein bisschen würziger. Und ein bisschen weniger fruchtig. Genau. Joachim sagt, bei diesem Wein schmeckt man die Hefe ein wenig. Ja. Das stimmt, hat auch so eine leichte geschmelzige Struktur, auch eine sehr, sehr feine Säure. Und jetzt kommen wir halt zum Ortswein. Warum Ortswein? Und mein Ziel ist es halt, dass man den Riesling, wenn man den blind probiert, wenn ich ihn mit zum Studium geholt hätte nach Geisenheim, wäre mein Ziel gewesen, dass ich den mit meinen Freunden ausschenke und die dann blind rausprobieren, okay, der Wein, der ist definitiv von der Mosel, ist definitiv ein Riesling und kommt aus Merl, weil der die Merler Typizität so widerspiegelt. So ein Wein wächst nur in Merl. Das ist halt eben der Anspruch an die Ortsweine. Ne? Der Wein ist jetzt von der Parzelle vom Stephansberg und einer vom Fettgarten. Wie gesagt, das sind die alten Reben. Und ist super lang im Nachhall, hat schönen Krip, eine gut eingebundene Säure, die ein schönes Spiel hat, bisschen kräutrig. Eben die Hefe hat macht so eine seidige Textur im Mund. Der Wein hat 2 Gramm Restzucker und 7,3 Gramm Säure. Analytisch klingt das sehr hart, aber ich finde das geschmacklich super gut. Der schmeckt ein bisschen süßer. Und man schmeckt die Säure auch überhaupt nicht so raus, wie man jetzt vielleicht vermuten lässt. Deshalb mache ich immer ein bisschen langsam mit Analysewerten, weil die oft abschrecken. Und ich die Weine auch eigentlich immer nur nach Geschmack abfülle oder stoppe. Und beziehungsweise bei dem Wein war komplett irrelevant. Ich hatte da überhaupt gar keine Analyse bis zur Abfüllung, weil mein Ziel war ja sowieso, nichts zu machen. Ich wollte den nicht verschneiden mit einem vielleicht ein bisschen süßeren Wein, um den Restzucker noch ein bisschen anzuheben, sondern einfach alles so lassen. Damit man genau, eben ein schöniger, kerniger Individualist, damit es das so wird. Ja. Hat einer im Chat geschrieben. Ja. Interessante ist ja, die Weine haben ja neben unserer Telefonnummer auch eine AP-Nummer hinten auf dem Etikett. Und bei Merler Riesling ist die AP-Nummer, das ist unsere Betriebsnummer und die Nummer von der Prüfstelle, damit der Wein quasi das Siegel deutscher Qualitätswein tragen darf.
muss der von einer amtlichen Prüfungsbehörde geprüft werden. Da sitzen dann Prüfer und Tester, die kriegen die Weine blind ausgeschenkt und probieren die Weine und bewerten die in einem Punktesystem. Da muss man eine Mindestpunktzahl erreichen. Und ja, Moment, ich mache nochmal. Jetzt ist das hier gerade weg. Da muss man eben eine Mindestpunktzahl erreichen, damit man den Wein als Qualitätswein ausloben darf. Und dafür müssen bestimmte Kriterien erfüllt sein. Er muss, ja, muss reintönig sein, muss rebsortentypisch sein und muss klar sein. Und ich habe hier mit einem unfiltrierten Wein ohne jegliche Kladderadatsch und Schönung auch eine relativ gute AP-Nummer bekommen, was ich überraschend fand und spannend fand. Weil ich knüpfe da gleich nochmal an mit dem Königsleiterrassen, weil unser Lagenwein, der hat nämlich keine AP-Nummer. Der ist kein deutscher Qualitätswein. Der ist ein Wein, dem, wo ich persönlich gesagt habe, der ist ein super Wein. Den habe ich auch gar nicht angestellt, weil der ist nicht, auch nicht filtriert, aber der ist bewusst mit Hefe gefüllt. Aber jetzt mal gehe ich schon ein bisschen zu weit. Vielleicht sind hier noch ein paar Fragen zu dem Merler Riesling, zu dem Ortswein. Man merkt schon, ist ein bisschen anstrengender, der Wein auch. Ne? Soll er auch sein. Also wenn mich dann immer Leute fragen, ich habe hier eine Party, die Leute trinken gerne Wein, da würde ich immer einen Gutswein empfehlen, weil die Weine sind genau dafür gemacht, um halt eben schön zu trinken, zu genießen, ein paar Snacks und ein paar Freunde, dann würde ich immer Gutswein trinken. Wenn Merler Riesling passt super zum Essen, für eine gute Weinprobe, wenn man einfach mal ein bisschen was Neues ausprobieren will, ne, dann würde ich halt hier so Weine empfehlen. Oder Weine zum Lagern, hier so Weine reifen bestimmt super. Hat eine wenig Restzucker, hat einen niedrigen pH-Wert, relativ gute, stabile Säure und genau, das sind einfach zwei verschiedene Stilistiken. Ja. Wer ist ja geschmacklich ganz anders offensichtlich, kann man ja jetzt schön gegenprobieren. Wenn wir nach Öxle gehen würden, haben die Weine die gleiche Qualitätsstufe. Das wäre beides ein Spätlese gewesen, ne? Ja. Ja. Also, ich gucke, was habe ich denn noch hier? Da habe ich meine Bilder nicht so hier jetzt am Start habe. Bin ich ein bisschen aus meinem Konzept. Habe ich jetzt auch schon oft genug gesagt. Ja, genau. Also, schreibt gern noch in den Chat rein. So. Ich suche jetzt nochmal ein paar Bilder zum Lagenwein. Da müsste ich nochmal gerade ein kleines Bild machen. So, dann lösche ich nochmal ein paar. Dann ja. Ah ja, genau, bevor ich jetzt wieder vergesse mit den Fragen im Chat, Wein und Klimawandel eben, ne, die Geschichte, vielleicht auch die Auswirkungen, was mir da spüren. Ich suche gerade nochmal ein paar Bilder, dann rede ich weiter. Beides fällt mir gerade irgendwie schwer. so. So, ja, Wein und Klimawandel, also genau. Also ganz deutlich ist halt eben die Traubenreife. Früher und was halt alles damit zusammenhängt. Wir haben wärmere Sommer und wir haben früher schon wärmere Temperaturen, zumindest die letzten Jahre immer gehabt. Und das führt eben dazu, dass die Rebe früher anfängt rauszutreiben. Also die Rebe wird früher grün und durch die wärmeren Tage wächst die Rebe auch schneller, bildet schneller Trauben und wird schneller reif. Das heißt, die Vegetationsperiode
wird kürzer. Ne? Und das merkt man ganz deutlich. Also das merkt man allein schon daran, dass mein Opa, mein Vater sogar noch, die haben teilweise die Riesengräben noch Ende Oktober, Anfang November, vielleicht noch sogar noch bis Mitte November reingelesen. Und vielleicht waren die da immer noch nicht reif. Ne? Dann waren aber schon die Blätter ab, weil es schon Frost gab und die Trauben sind gar nicht mehr gereift. Weil die Traube oder die Rebe bildet ja Zucker in den Blättern und lagert die in die Traube ein. So. Wir müssen gucken, dass wir die Trauben möglichst schnell gelesen bekommen, bevor die Mostgewichte nachher nach oben schießen, bevor die Säure nachher gar nicht mehr vorhanden ist und wir haben dann, dass wir nachher 14% Alkohol haben. Also unser Lesefenster ist extrem kurz. Und das wird immer kürzer. Dann, wann die Traube ihren perfekten Reifepunkt hat, ist sehr, sehr entscheidend für den Wein, für die Weinstilistik und für uns sehr, sehr, sehr wichtig. Und der Punkt, der wird immer kürzer und wird immer schneller überschritten, weil teilweise ist es noch so warm im September, dass die Reife so schnell voranschreitet. Da legen die am Tag 2 bis 3 Öchsel zu und man muss gucken, dass man seine Weinberge dann möglichst gut beobachtet und dann muss man immer die Entscheidung treffen, welcher Weinberg jetzt am nächsten gelesen werden muss und immer viele Kompromisse treffen. Genau. Weitere Themen, die da klar wärmere Tage, wärmere, heißere Tage mit sich bringen, sind natürlich Trockenheit und Hitzeschäden. Sind Phänomene, die man jetzt seit 2015 kennen, dass Trauben verbrennen, die sehen aus wie Rosinen, sind aber sogar noch trockener wie Rosinen, sind einfach nur schwarz, weil die quasi verkocht sind. Die Rebe schafft es nicht. Wir können schwitzen oder wir schwitzen, um uns zu kühlen. Die Rebe kann das auch steuern, aber die Böden sind so trocken, dass die Rebe das nicht mehr schafft zu steuern und dann verkocht die Traube und geht kaputt. Die Proteinstrukturen in der Schale und so lösen sich auf. Und man verliert Ertrag massig. Ne? Also die Trauben, die geschädigt werden, sind ungenießbar. Da kann man keinen Wein mehr draus machen. Das ist ein Thema, was man jetzt erst die letzten 3 Jahre kennengelernt hat. Und man gewöhnt sich schon so super schnell daran. Wir müssen ja ganz andere Strategien fahren. Ne? Die Erträge gehen runter, wenn weniger Wasser da ist. Wir versuchen natürlich im biologischen Weinbau auf der einen Seite mit Begrünungen zu arbeiten, um das Bodenleben anzureichern, um die Boden zu durchwurzeln, um die Wasserhaltefähigkeit auch zu erhöhen. Auf der anderen Seite brauchen die natürlich auch Wasser. Und das ist natürlich ein großer Zwiespalt und da ist immer viel Fingerspitzengefühl gefragt, weil Erfahrung gibt es da vielleicht noch gar nicht so. Und stimmt, ich habe eben im Augenwinkel was gelesen mit italienischen Anbaugebieten und Südfrankreich und Spanien, da wächst ja auch Wein. Klar, auch da wächst Wein, da wächst aber kein Riesling und da wächst auch kein Müller-Thurgau. Da wachsen ganz andere Rebsorten und da wachsen ganz andere Weine und teilweise mit ganz anderen Erziehungssystemen. Und ja, vielleicht sollte man da wirklich offen für sein. Deutschland war jahrelang ideal für Weinbau. Also wie man das auch von Deutschen kennt, ist Deutschland im Weltschnitt eines der effizientesten und ökonomischsten Weinbauländer der Welt. Deutschland ist das Land mit dem höchsten Weinertrag pro Hektar. Und wir leben natürlich im Luxus. Dementsprechend sind unsere Durchschnittspreise vielleicht auch so günstig im Wein. Ne? Wenn man im Aldi schaut, im Lidl, weil wir die Könige der Effizienz sind. Zum Beispiel, wenn man ins Frankreich geht, nach Frankreich, ins Burgund, da gibt es nirgendwo einen Wein unter 10 Euro. Und weil die einfach, ja, vielleicht nicht so effizient arbeiten und deshalb die Preise so haben müssen. Und vielleicht müssen wir da irgendwann hin. Bleibt spannend. Also, wenn man nach Südfrankreich schaut, da zum Beispiel wachsen die Reben überhaupt nicht, wie man es von hier kennt, in Reihen, an Drähten mit einer hohen Laubwand, sondern da wächst die Rebe im Boden ohne Pfahl 50, 60 cm hoch und hat dann Triebe von 50 cm, dann hört die auf zu wachsen, weil die kein Wasser mehr hat. Aber die kommt auch damit aus. Und das ist quasi eine Rebe wie ein Buchsbaumbusch, ein bisschen. Da hängen ein paar Trauben dran. Ja. Wir haben halt in Deutschland super schöne Weingärten, nennt man das ja auch, sehr schön gepflegt, mit den hohen Reihen, mit viel Blattmasse,
was auch dementsprechend Wasser braucht, um die Blattmasse aufzubilden. Aber wir können dann schön Zucker einlagern und haben genug Blätter, um auch viele Trauben reif zu bekommen. Und das geht in anderen Ländern eben nicht. Und noch geht es, noch kann man vielleicht mit weinbaulichen Methoden und Strategien sich da ein bisschen anpassen. Aber man muss gucken, wie schnell sich das ändert. Das bleibt natürlich spannend und da muss man einfach ein bisschen offen für sein. Nichtsdestotrotz ist die Mosel immer noch eins der kühlsten Weinbauregionen in Deutschland und profitiert erstmal noch ein bisschen von der höheren Reife der Trauben und besseren Weinqualitäten, aber kann natürlich auch ganz schnell umschlagen. Genau, da muss man einfach ein bisschen am Ball bleiben und ja, offen bleiben. Man kann sich immer hier durch mein Studium in Geisenheim, Kontakte, die man hat, vielleicht ein bisschen offener sein und ja, da ist man halt im Austausch. Ne? Was jetzt natürlich auch quasi ganz stark zum Klimawandel zählt, ist natürlich, war jetzt vor kurzem in Nachrichten, der Frost, also auch die Wetterunterschiede. Wir hatten es ja im, jetzt muss ich kurz überlegen, war es Ende Februar, mal 3 Tage richtig warm, Anfang März, so rum. Da hatte ich ja schon Sonnenbrand dieses Jahr. Und eine Woche später war Schnee, hat wieder Schnee gelegen. Und die warmen Tage im Frühjahr haben halt eben gereicht, um den Reben einen extremen Schub zu geben. Und zum Beispiel in Frankreich war der Schub so groß, dass die Reben ausgetrieben sind. Und 2 Wochen später kam der Frost. Die hatten, glaube ich, eine Woche nachts so um die minus 10 Grad, minus 7 Grad, minus 6 Grad und haben halt natürlich extreme Ernteausfälle. Da haben die Weinbauern extreme Ernteausfälle, Obstbauern, sogar die Ackerbauern. Und das sind natürlich Mächte, mit denen kann man sich auch nicht anpassen. Und da nimmt sich die Natur vielleicht ein Stück weit was zurück. Genau, da ist man halt eben machtlos. Da muss man mal gucken, wie das ausgeht. Ne? Ja. Ich mache mal den Chat größer, ob da noch ein paar Fragen kamen. Sonst würde ich sagen, trinke ich mein Glas Merler Riesling leer und wir machen mal den Königslei auf. Ja. Genau, ja, genau, mit dem nächsten Wein gehen wir ja in eine ganz, ganz warme Lage, wo wir auch an die Grenze jetzt gekommen sind in den letzten Jahren von der Bewirtschaftung her. Also es geht quasi jetzt um die Königslei-Terrassen, das sind die Weinberge zwischen Merl und Bulleye, die sehr, sehr steil sind, eine perfekte Ausrichtung nach Süd oder Südwest haben, je nachdem, in welchem Teil man in den Königslei-Terrassen steht. Einen extrem schiefer Boden haben, Trockenmauern sind da drin und die heizen sich extrem auf. Und das war früher ein Weinberg mit einer Güteklasse. Moment. Ich lese meinen Chat und bin wieder raus. So, ich muss mich nochmal konzentrieren. Also früher auf der preußischen Lagenkartierung hat die Königslei natürlich die höchste Güteklasse erreicht, weil da damals schon die Trauben sehr reif geworden sind. Heute, auch dank des Klimawandels, kämpfen wir da gegen Trockenheit und Hitze. Ja, vielleicht verlieren dann die Lagen dann doch an Spaß, die zu bewirtschaften vielleicht. Oder ja, man muss doch wieder in die Bachtäler gehen und gucken, was man kühler macht. Wir geben die Königslei erstmal noch nicht auf, weil wir finden, dass da ganz, ganz besondere Weine wachsen. Da ist ein ganz, ganz besonderer, feiner Schieferboden. Und ich würde sagen, wir machen mal die Königslei-Terrassen jetzt mal auf und dann probieren wir die mal und dann erzähle ich ein bisschen zu den Königslei-Terrassen, zu unseren Weinbergen dort, die Arbeit, die wir da leisten und ja, auch ein bisschen was zum Wein und dann eben zur Klassifikation Lagenwein. Erst noch ein Merler Riesling leer trinken. Der Merler Riesling, der wird mit Luft auch noch ein bisschen offener, hat richtig viel Druck und einen schönen Speichelfluss und ja, ich finde, das bringt schon eine schöne Mineralik mit, ist auch so was, hat was Sattes, das finde ich auch typisch Merler, hat eine, genau, ich habe noch gar nicht gesagt, was ist typisch Merler oder was ist typisch für Merler Ortsriesling.
ganz kurz zurück nochmal. Ja, jetzt hätte ich fast einfach so ohne Vorankündigung hier gesagt, wenn ich einen Wein probiere. Ich finde, das merkt man jetzt richtig schön. Der Wein ist richtig schön reif und satt, hat aber eben so eine Eleganz und Leichtigkeit, hat eine Würze und schwebt so ein bisschen getragen auch von der feinen Säure durch den Mund. Und ich finde, das ist ein ganz klares Zeichen für einen Merler Berg, den auch wenige Berge an der Mosel haben. Es gibt noch ein bisschen vergleichbare Hänge an der Mittelmosel, wenn man nach Krach geht oder Zeltingen, die Sonnenuhrausläufer, die auch gut wasserversorgt sind, einen tiefen, guten Schieferboden haben, die kommen auch an Merler Weine vielleicht ein bisschen ran. Aber klassisch für Merl ist halt eben, wie hier der Wein jetzt auch schön zeigt, eine schöne Fülle, gepaart mit einer Leichtigkeit. Die hat vielleicht ganz kurz dazu gesagt, und finde ich immer sehr schön spannend. Und da ist auch konstant. Da ist halt eben bei manchen Weinbergen mehr, bei manchen Weinbergen weniger. Und wir hier nehmen halt eben die alten Reben und genau, niedriger Träge, und dann können wir das halt schön rausarbeiten in den Wein. Diesen Geschmack, den halt, ja, den ist irgendwie so. Wir fangen halt quasi den Merler Berggeschmack, den Boden, all das, das Terroir, das Wetter, das das ganze Jahr in Merl ist, der Wind, mich natürlich auch, der Wein trägt auch meine Handschrift, fangen wir halt eben ein und versuchen das in die Flasche zu bringen, möglichst unverfälscht. Genau, das zum Ortswein. Jetzt mache ich den letzten auf. Das, die etwas höhere, schlankere Flasche. Das schält leider nicht so richtig scharf. Königslauer Riesling 2019. Und vielleicht spannend, wenn der Korken noch drauf ist. Den kann man mal so ins Licht halten. Und sieht unten am Boden, oder wenn die Flasche, ich weiß nicht, ob die jetzt bei euch stehend gelagert ist oder liegend, wenn die länger liegend lagert, dann setzt sich hier unten so ein Hefedepot ab. Wenn man die stehen lagert, sieht man da so ein paar Schleier, dass die ein bisschen milchig ist, aber der Wein, der ist extra so. Der ist nicht über oder schlecht. Das wird jetzt ziemlich spannend, wird man jetzt mal hier probieren. Und mich hat auch gefreut, dass sich da auch viele für interessiert haben und jetzt mit uns die Probe machen. Und mich ärgert hat gerade heute ganz besonders, weil das ein großes Anliegen war, das Thema von mir. Dass jetzt am Anfang die Verzögerung war und ich vielleicht jetzt nicht alle Bilder zeigen kann, die ich zeigen wollte, aber ich denke, wir kriegen das auch ganz gut so hin. Und wenn irgendwie noch Fragen offen sind, dann sind einmal alle herzlich eingeladen, vorbeizukommen. Dann zeige ich euch auch mal, wo die Königslei ist und was das ausmacht. Und halt eben, ja, kann man das immer noch mal ein bisschen besser sehen. Vielleicht dürfen wir auch irgendwann wieder Weinproben zusammen machen, ohne PC. Und da ist sowieso alles einfacher. So, jetzt Königslei-Terrassen. Mein Wein ist jetzt durch den Transport quasi, da ist die Hefe ein bisschen aufgeschüttelt worden. Also ich habe jetzt auch eine leichte Trübung hier im Glas. Spannend ist auch immer, wenn man jetzt vielleicht noch ein paar Flaschen mehr hat, den irgendwie vielleicht liegend im Kühlschrank zu lagern, und dann möglichst vorsichtig mal einen Schluck einschenkt, weil dann hat man oben aus dem Hals einen ganz klaren Schluck, einen Wein ohne Hefe, und kann dann vielleicht mal ein bisschen so rumrühren auf dem Tisch und hat dann, so jetzt sitze ich mal in der Mitte, hat dann halt eben Wein mit Hefe und kann mal den Unterschied schmecken. Ganz spannend. So, wir probieren jetzt einfach mal jetzt unseren Lagenwein, Merler Königsleiterrassen. Wieder gleiches Prinzip. Was steht auf dem Etikett? Richard Scheidt. Das trägt unsere Handschrift. Königslei. Wir transportieren halt jetzt hier nicht den Geschmack von Merl, sondern ganz präzise den Geschmack von den Königslei aus unseren vier Weinbergen. Riesling 19.
Tja, habe ich hier gar keine Frucht, wird sehr, sehr verdeckt. Und sag mal, ich habe den Wein jetzt natürlich schon ein paar Mal probiert und das ist extrem spannend, wie der Wein sich entwickelt. Das ist wie so ein lebendiges, ja, wie so ein lebendiges, der hat so eine lebendige Art, der ist immer anders, ne? Der verändert sich halt extrem. Das ist, der Wein, die Besonderheit ist halt eben auch, dass damit quasi noch weniger gemacht wurde als mit Merlot Riesling. Also der hat auch kaum Schwefel. Man schwefelt Weine, damit die Weine stabil sind, als Oxidationsschutz. Und quasi süß- oder feinherbe Weine schwefelt man, um die Hefen zu hemmen, damit die nicht weiter gären. Der Wein hat so gut wie keinen Schwefel. Und als Oxidationsschutz ist halt eben Hefe mit da drin. Weil die Hefe absorbiert auch Sauerstoff und schützt den Wein auch vor Oxidation. Hat natürlich einen stärkeren Geschmack als Schwefel. Also man schmeckt Schwefel auch. Nicht direkt, aber der verändert die Struktur vom Wein ein bisschen. Und bei der Königsleihe jetzt ohne Schwefel, sondern mit mehr Hefe, da hat man halt eben diesen Einfluss vom Schwefel rausgekoppelt und hat dann so eben den pureren Geschmack des Weines ein bisschen. Ja, war ich da schon ein bisschen verrückt drauf 2019. Ich finde es halt super spannend, da lernt man super viel. Und ja, wir können jetzt einfach mal probieren. Ist schon so eine schöne, goldrische, dicke Farbe. Riecht so ein bisschen würzig, aschig fast. Hat man halt vollen Geschmack. Und kommen wir halt eben zur Königsleihe, was ich eben gesagt habe, mir versuchen, den Geschmack der Königsleihe einzufangen und in die Flasche zu bringen. Und deshalb ist auch Königsleihe unser Lagenname, weil unser Lagenwein, weil das die ausdrucksstärkste Lage ist, die wir haben. Königsleihe, der Saft, den man aus den Trauben presst, der Most, der schmeckt schon anders als alle anderen Moste aus allen anderen Weinbergen. Und warum ist das so? Weiß ich leider. Also hauptsächlich ist es der Boden. Der ist ganz, ganz fein verwitterter Schiefer mit so tonigen Anteilen, so schmieriger Schiefer, aber das ist eine riesendicke Bodenauflage. Und obendrauf ist halt ein grober, großer Schiefer und halt eben unten drunter ganz, ganz feiner, kleiner, wie so zerriebener Schiefer. Und ich finde, der bringt die Struktur in Wein, das ist so eine ganz, ganz feine, fast salzige Säure. Ganz, ganz fein und sehr, sehr elegant. Und die trägt den Wein so über die Zunge. Wir können ja nachher nochmal zurückprobieren, der Riesling Gutswein. Die Struktur ist mit Frucht im Mund und hinten eine Säure, die schön den Hals runterzieht. Und hier hat man schon vorne auf der Zunge so richtig Grip, Druck, Mineralität kann man das vielleicht auch nennen, ne? Und die bringt der Königsleihe immer super schön mit. Das kann man, also braucht man ja im Most schon als süßer Traubensaft, kann man das schon schmecken. Und ja, da versucht man möglichst unverfälscht in die Flasche zu bringen. Und jetzt kam die Frage: Ist das euer Petnat? Ist im Prinzip ähnlich wie Petnat. Um vielleicht nochmal allen zu erklären, was Petnat heißt. Das ist ein kleiner vielleicht Fachbegriff. Da füllt man gärenden Wein in Flaschen. Also normalerweise vergären ja Traubensaft in unseren Weintanks, in unserem Keller zu Wein. Dann filtrieren wir den und füllen den ab. Und genau, beim Petnat füllt man den Wein ab, während der gärt. Also man füllt quasi gern den Wein ab und lässt ihn auf der Flasche weiter gären. Und dann hat man natürlich Hefe in der Flasche
Und beim Gären wird ja Kohlensäure produziert, aber die kann ja nicht mehr raus aus der Flasche. Also hat man auch viel Kohlensäure, fast so ein bisschen wie Sekt. Und das ist super spannend. Die letzten Jahre kommt das so ein bisschen neu auf. Aber Petnat haben wir noch nicht. Der Wein, der hier, der ist vergoren im Holzfass, im Fuderfass. Das sind diese klassischen liegenden Holzfässer bei uns im Keller. Wenn man reinkommt, direkt gegenüber liegen die ja vor der Felswand. Und dann nach der Gärung haben wir den einfach liegen lassen, wie den Merler Riesling. Ne? Nur der Unterschied ist halt eben, dass der auf der Vollhefe war. Also der wurde überhaupt nicht bewegt. Ich habe den von der Mostwanne, von der Presse in den Gärtank gepumpt. Und da ist der vergoren, natürlich auch spontan. Und es hat so lange bis September in dem Fass gelegen. Und dann habe ich ihn einfach auch so abgefüllt. Vorher habe ich kurz ein bisschen mit so einem, ja, wie soll man sagen, so einem Rührstab die Hefe, die oben drauf war, die Feinhefe, ein bisschen in die Schwebe gebracht, damit die eben mit in die Flasche kommt. Und ja, das war's. Ne? Klingt super simpel. Aber je mehr man in die Richtung geht, je mehr man weglässt, desto perfekter und sauberer muss man eigentlich arbeiten. Weil das hier hat keinerlei Korrektur bekommen und nix. Also ist super spannend. So ein, ja, ist ja quasi ein ganz, ganz rohes Produkt. Mehr oder weniger wie die Römer auch Wein gemacht haben. Die haben ja teilweise mit Harz oder noch ein bisschen mit Honig und Kräutern Geschmack reingebracht, weil die vielleicht auch nicht so sauber arbeiten konnten. Wir sind ja da möglichst oder sehr, sehr penibel und kriegen dann so wirklich ein ganz, ganz ungeschöntes, klares Produkt, was auch ganz unverfälscht im Glas ist, finde ich. Und ich finde es super, super spannend. Genau. Ja. Und jetzt würde ich auch noch mal gerne ein paar Fotos hier von der Königslei zeigen, die nicht kennen. Wir haben, geben uns da sehr, sehr viel Mühe die letzten Jahre. Also die Steillagen an der Mosel nehmen ja immer mehr ab. Und was natürlich sehr schade ist, aber auch verständlich, weil es immer mehr weniger Winzer gibt und wenige Winzer können halt die ganze Fläche nicht auffangen und es ist einfacher, Weinberge im Flachen zu bewirtschaften als eben im Steilen und einfacher im Steilen Weinberge zu bewirtschaften als in der Königslei. Und wir haben fast 7000 Quadratmeter Wingert in der Königslei aufgeteilt auf vier Weinberge, angefangen unten von der Mosel. Geht ein Weinberg, dann ziemlich genau oben drüber. Das erkläre ich jetzt schon mal direkt mit dem Bild. Einen Moment. So. Hier sieht man jetzt leider nicht alles. Hier sieht man quasi das Kernstück von der Königslei und mit dem Schild. Und direkt hier links daneben, also über dem Schild, sieht man links an der Kante von dem Schild, sieht man eine Mauer, die hochgeht. Und direkt links daneben, wo man so viel Grün sieht, richtig. Und so ein paar glänzende silberne Pfähle. Da ist unser jüngster Weinberg. Also den Weinberg haben wir 2018 neu angelegt. Mit der auf der rechten Seite den Trockenmauern. Da, wovon wir auch noch zwei neu gebaut haben, also restauriert haben. Dann über dem Weinberg sieht man einen Weg. Da ist ein Felsenkopf und eine Mauer. Und der Weinberg da drüber, der so ein schmaler Streifen ist. Der ist auch uns und dann sieht man da einen Traktor parken über dem Weinberg und auch noch meine Mauer und der Weinberg ist auch uns. So. Und wenn man zwei runter geht, der Weinberg unter der Junganlage mit den silbernen Pfählen ist auch uns. Also haben wir ziemlich in der gleichen Ecke vier Weinberge übereinander. Vier Weinberge und jeder Weinberg ist unterschiedlich alt. Ist mit unterschiedlichen Rieslingpflanzen bestockt, hat unterschiedliche Höhenlagen und das macht das natürlich nachher super spannend, wenn das alles zusammen in einen Wein kommt. Das ist halt eben dann diese Komplexität auch, die dazu kommt. Und vor allem hier bei den Trockenmauern haben wir einen sehr, sehr hohen Steinanteil.
aber auch diesen ganz, ganz stark fein verwitterten Schiefer. Hier oben über der Mauer unter dem Wald sieht man auch richtig, dass alles Fels, also der Boden ist da, Bodenauflage da ist eher gering. Dann der Weinberg direkt unter dem Traktor, das sind noch ganz, ganz alte Rebstöcke, ganz wurzelechte Reben. Und der Teil links daneben steht auch auf dem Felsenkopf, ist auch sehr, sehr karg. Da haben wir auch die, also so groß, oder wenn es trocken ist, haben wir da die ersten Probleme mit Trockenheit. Gehen wir kurz weiter. Das hier ist auch quasi die Sicht von der Mosel auf die Königslei drauf. Hier sieht man wieder das kleine weiße Schild. Und hier sieht man auch schön, das ist ein bisschen verzerrt durch das Panoramabild, aber hier sieht man auch eben, der Berg dreht wirklich so ein bisschen ab. Nach Bulleim gibt es so einen kleinen Knick. Der Teil mit dem Schild, und da sieht man wie so zwei Hubbel, so Wald, so Felsenköpfe, die bewaldet sind. Dazwischen ist eine große Senke mit rechts und links Trockenmauern. Dann kommt der große Felsenkopf über dem Schild und links neben dem großen Felsenkopf haben wir unsere Weinberge in der Flucht von oben nach unten. Also in dem Teil, den man jetzt hier sieht. Ich weiß gerade, ob man meine Maus auf den Bildern auch sieht. Nee, ne? Also jetzt der Teil links neben dem Schild eben, ne? Genau. So. Jetzt stehen wir, also hier ganz links in der unteren Ecke ist ein Weinberg von uns. Und so sieht halt alles im Sommer aus. So wie die Sonne steht, würde ich sagen, ist so, ja, morgens 10 Uhr. Geht im Osten auf und wandert quasi einmal um die Königslei rum. Und besonnt die den ganzen Tag. Hier sieht man schon auch, wie steil es ist. Und halt hier ist eben das Besondere in der Königslei, dieser graue, verwitterte Schiefer eben, ne? Also da ist jetzt auch kein Kraut gehackt oder gerupft. Da liegt jetzt gerade auf der Stelle so viel Schiefer, dass da überhaupt gar kein Kraut wächst. Und eben das ist in keiner anderen Lage so, die wir sonst bewirtschaften, sondern eben nur da in der Königslei. Und das prägt halt eben auch den Geschmack ganz stark. Dass diese Mineralik, diesen Speichelfluss und dieses feine Spiel und die Eleganz, die der Wein halt eben hat. Das kommt eben ganz, ganz stark von dem Boden. Wenn ich jetzt kurz bevor ich noch zu den Arbeiten da gehe, will ich dann auch den Bogen spannen zum Gutswein. Also wir haben gesagt, der Gutswein soll fruchtig sein, spritzig sein und Spaß machen. Und man kann aus allen Weinbergen kann man so Weine quasi machen, die fruchtig sind, die Spaß machen. Man hat ja auch verschiedene Kellerhilfsmittel. Im biologischen Weinbau hat man ein paar weniger, da haben wir ja letztes Wochenende drüber gesprochen. Aber man kriegt immer eigentlich einen fruchtigen, trinkigen Wein, kriegt man immer gekeltert. Aus fast allen Weinbergen. Aber man kriegt nur aus besonderen Weinbergen halt eben so besondere Weine. Ne? Im Umkehrschluss. Man kann quasi aus auch besonderen Weinbergen einfache Weine machen, aber man kann nicht aus einfachen Weinbergen, aus einfachen Böden besondere Weine machen. So. Und deshalb legen wir jetzt das Augenmerk darauf, wo die Weine herkommen. Und nicht, wie viel Zucker die haben. Sondern wir gucken, wie wächst denn der Wein und vor allen Dingen wo, auf welchem Boden und welchen Geschmack. Oder wie prägt der Boden den Geschmack des Weines und wie können, oder was ist das Spannende daran und wie können wir damit arbeiten? Dann haben wir eben den Stephansberg und Fettgarten und jüngere Weinberge, die halt eben super gut geeignet sind für Weine, die trinkig sind, die fruchtig sind und super gut für einen Gutswein sind. Und auch wenn die 90 Öchsle haben, so immer noch mal kurz nachgeschmissen. Wir haben die Königslei, die halt eben einfach komplexer ist und feiner ist, weil die auf Schiefer wächst halt eben oder auf so viel Schiefer und so besonders ist und die Erträge da so tief sind und deshalb machen wir da einen Lagenwein draus, weil das etwas Besonderes ist. Auch wenn die ein paar Äxte weniger hat als die Trauben für den Gutswein, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Genau. Nochmal zurück, um da nochmal ein bisschen drauf einzugehen, worum es ja auch heute geht. Genau, jetzt
wollte ich eigentlich noch ein paar Bilder zeigen auch. Da suche ich gleich noch mal ein paar mehr raus. Was? Ja. Hier sieht man jetzt eine Mauer, die von uns neu gebaut wurde. Die Mauer war fast komplett kaputt. Genau, das hier ist quasi dann schon die zweite Mauer. Hier sieht man quasi den Weinberg, da stehen schon die neuen Pfähle im Hintergrund, kurz vor der Neupflanzung. Das hier ist quasi, wo mein Papa jetzt noch davor steht, ist der Teil des neuen Mauerabschnitts. Und halt eben haben wir die alten Mauern restauriert. Man sieht über die Jahre weil der Weinberg so steil ist, rutscht die Erde immer ein bisschen nach unten und sammelt sich auf den Mauern und wächst dann mit Efeu zu, was den Grund und die Erde halt eben auf den Mauern dann festhält. Wir haben das Efeu, da werde ich auch gleich noch ein Bild hochladen. Das ist halt super mühselig, weil das ein fest verwachsener Batzen ist. Haben wir mit Kreuzhacken halt eben entfernt. Dann entsteht halt diese Kante und das haben wir mit einem Seilzug und einem Krümmer halt, haben wir die Erde, die jetzt da so irgendwie in der Kante liegt, alles wieder angezogen, nach oben gezogen, Mauern restauriert, genau, und dann halt eben neu gepflanzt. Wir haben da 1350 Reben reingepflanzt, alles von Hand, mit einer Hacke halt eben Löcher gemacht und dann in den zwei blauen Eimern ist halt eben bisschen Wasser und die neuen jungen Reben, die wir dann alle da reingepflanzt haben. Genau, hier sind wir jetzt an dem Weinberg, der ganz unten an der Straße ist und gucken quasi den Berg hoch, die Königslei. Der Weinberg wurde ein Jahr vor dem anderen Weinberg mit den Trockenmauern gepflanzt. Und halt eben da drüber und da drüber und da drüber. Man schaut da jetzt so an dem Berg entlang hoch, sehen unsere anderen Flächen. Das war vor 2 Jahren im Frühjahr. Auch Thema letztes Wochenende biologischer Weinbau. Wir verzichten ja auf Herbizide und gerade bei Junganlagen ist es halt wichtig, dass da ja, die Reben nicht so viel Konkurrenz von Beikraut haben. Also hacken wir das dann immer mit der Hand, gerade im Frühjahr und meistens nochmal im Sommer oder zwei, dreimal. Ja, hacken wir zwischen den Reben den Boden auf. Ja, dann geht immer die Reihe dann weiter hoch. Ich lasse das jetzt mal gerade und suche nochmal ein paar mehr Bilder. Jetzt muss ich mal gerade überlegen, wie ich das nochmal mache. So, guck mal gerade, füge ich mal Bilder hinzu. Dauert jetzt ein kleines wenig, aber ich kann viel darüber reden, aber das ist halt immer wesentlich anschaulicher, wenn man ein paar Bilder hat. Die hatte ich auch hier jetzt sortiert, schon vorsortiert. Ist alles weg. Was wollte ich denn noch gerne zeigen? Also eben. So. Sind so viele Bilder. Keinem Querformat. Was können wir denn noch zeigen? Trauben. Ich mache einfach noch mal ein paar Bilder rein. Schreibt schon mal, probiert schon mal gerne weiter die Weine. Wir können ja, ich lese dann gleich schon mal die Fragen. Hier sieht man dann ein bisschen, wie das aussieht, wenn die Mauern auch mit Efeu bewachsen sind. Und das ist dann so kniehoch quasi Erde, was man dann da wegschaufeln muss.
So. Genau. Hier noch ein anderes Projekt, halt eben rechts oben in der Terrasse haben wir noch ein paar, ja, Treppenstufen eingebaut, um einfach den Transport da ein bisschen leichter zu gestalten, weil wir die Weinberge halt eben auch mit einem Draht quer gepflanzt haben. Hier kriegt man vielleicht noch ein bisschen einen Eindruck, wie steil auch da der Weinberg ist. Genau, was vielleicht noch dazu zu sagen ist, dass man da halt eben nicht wie in manchen anderen Lagen mit einer Raupe reinfahren kann, sondern alle Arbeit, die wir da machen, ist halt eben von Hand. Die Laubarbeiten, der Pflanzenschutz, eben Hacken, die Unkrautbekämpfung. Das hier ist nochmal die Junganlage mit den Mauern im Sommer, früh morgens. Genau. Also Bilder finde ich einfach immer. Ja. Und hier die Bilder von dem Jahrgang letzten Jahres. Die Trauben, wo man sieht, sind sehr, sehr schön reif, sind lockerbärig, also keine Klumpen wie eine Faust. Und haben eine schöne Struktur. Und im Endeffekt lohnt sich dann doch die Arbeit, die man da im Sommer dann macht. Jetzt sind wir ja wieder am Anfang. Ich gucke nochmal hier in die Fragen, da kam jetzt weiter. Ich weiß, kann ich aber nicht so richtig zuordnen. Guido Westerwelle fragt, gehören die Terrassen oberhalb des Weges nicht mehr zur Merler Königslei? Oberhalb des Weges. Ja, doch, also Königslei ist nach oben und unten eigentlich nicht begrenzt. Gut, unten die Straße logischerweise und oben Wald. Und ja, rechts grenzt hier an Stephansberg bei dem zweiten Felsenkopf und links an dem Fluter. An dem Wasserlauf, ja. Links neben unserem Weinberg. Wir haben quasi den letzten Weinberg in der Königslei. Genau, zur Flora kann ich natürlich auch noch gerne was sagen. Flora ist auch noch im Gutswein quasi Bereich und schlägt aber so den Bogen zum Ortswein. Weil der so ein Mittelding ist, ne? Das sind halt auch die Weine, wo ich mir dann schwer tue, was man da sagt. Die Flora ist immer einer meiner Lieblingsweine, weil der halt eben beides sehr schön verbindet. Der verbindet so eine gewisse Dichte und Trinkigkeit und hat aber immer noch eine schöne Frucht. Und ja, ist halt ein super guter Überstieg, ein super guter Essensbegleiter. Genau. Und ich wollte einfach auch noch was genau in dem Bereich anbieten. Deshalb haben wir uns den Riesling Flora noch abgefüllt, der quasi so genau den Riesling Gutswein und Riesling Ortswein miteinander vereint, so ein bisschen, sage ich mal. Ja. Und den Riesling Flora habe ich tatsächlich auch nicht filtriert, sage ich mal. Ist aber auch sehr, sehr blank. Genau. So, warum die Flaschen ein anderes Format haben, ist einfach, um das nochmal ein bisschen rauszuheben. Die schlanke, hohe Flasche für auch den elegantesten Wein, den wir abfüllen. Ja, genau, einfach um das nochmal ein bisschen abzuheben von den anderen Weinen und ja, genau. Könnt ihr vielleicht schon mal, was jetzt Favorit ist, ob man dann vielleicht lieber dann doch zum dem fruchtigen Gutswein trinkt oder den bisschen komplexeren, anstrengenden, vielleicht sogar Königsleiterassen oder Ortswein. Aber ich finde, die Weine habe ich jetzt ausgesucht extra, weil man hier so schön sieht, die Abstufungen, ne? Dass das halt eben auch anders schmeckt. Und eben halt eben auch ein Weinstil dahinter steht. Zwischen oder da, hinter dem Gutswein, Ortswein und eben Lagenwein. Also
Je höher wir dann gehen in der Klassifikation, desto geringer oder desto herkunftsbezogener werden halt die Weine, ne? Wenn ich eben gesagt habe, dass man den Merler Riesling zurückprobieren soll auf Merl, dass das ganz klar erkennbar sein soll, dass der aus Merl ist. So soll man ganz klar erkennen, dass die Königsleihe eben von der Königsleihe ist. Und genau, wir wollen eben das Besondere von der Königsleihe irgendwie einfangen und halten und wollen nicht das irgendwie übertünchen mit einer einfachen aufgesetzten Frucht oder so, weil die Weine, die wachsen halt eben auch eben in anderen Lagen super gut. Und machen aus der Königsleihe halt eben einen richtig mineralischen, schönen, komplexen Riesling. Weil die Lage das halt eben auch super kann und dafür halt eben ja, perfekt ist. Und halt eben auch, so Weine wachsen nur an der Mosel und nur an den Steillagen und nur, wenn man sich die Arbeit an den Steillagen macht. Genau, und das sollte man auch nicht aufgeben. Ja, das ist so ein Stück auch Geschichte, ne, was man da noch ein bisschen weiter fortführt. Und Weltruf, auch wenn wir jetzt so kein Weltruf-Weingut sind, sag ich mal, unsere Weine nicht exportieren, gehören wir trotzdem irgendwie mit dazu, mit zur Mosel und mit zum Steillagenwinzer sein und halten ein bisschen da die Fahne oben. Genau. Ich freue mich immer über auch Feedback nochmal im Chat. Ich werde gleich auch nochmal einen Gutswein nochmal ein Gläschen probieren. Ich kann vielleicht auch nochmal ein paar Bilder suchen. Aber ich denke mal, wir haben schon jetzt relativ viel von der Königsleihe gesehen. Jeder, der schon mal bei uns war, weiß auch vielleicht, wie steil das ist und genau, was das für eine Arbeit ist. Ja. Schon, ja, da war Saft, ne? Schon geprägt von der Hefe. Natürlich ganz anders, logisch, als ein filtrierter Wein. Ich finde aber super spannend. Steht dem super gut. Und mir macht halt gerade sehr viel Spaß zu trinken. Der Wein ist noch ein bisschen trockener als der Merler Riesling, hat ein bisschen tiefere Säure, weil er einfach ein bisschen höhere Reife hat in der Königsleihe. Spannend. Also ich finde halt eben spannend, wie ich vorhin vielleicht ein bisschen kurz erwähnt habe, dass Wein halt so viel transportieren kann. Ich habe das früher selber nie geglaubt. Ich habe ja 2014 angefangen, Weinbau zu studieren, Wein zu studieren eigentlich auch, ja. Und kannte Weinbau überhaupt gar nicht von der Kellerseite. Also war schon immer, auch als Kind mit draußen im Weinberg, bin ich schon sehr früh auch allein in den Weinberg gefahren zum Arbeiten und war da schon ziemlich fit. Habt vielleicht auch Dinge überhaupt nicht so hinterfragt, warum man das macht, was man macht, aber wusste auf jeden Fall, wie man das macht. Ich war aber immer raus, wenn es um Keller geht, wenn es um Gärung ging, wenn es um Weinprobieren ging. Gut, mit 10, 12, 13 ist natürlich auch noch schwierig. Aber war ich bis wirklich Anfang des Studiums auch noch nie wirklich affin dazu gewesen. Hat mich aber sehr, sehr gereizt. Und dann hat angefangen in Geisenheim mit meiner WG, wo ich dann in eine WG kam, zu zwei ausgebildeten Winzern, die halt nicht den Weg quasi wie ich, Abitur und dann Praktikum und dann Studium, sondern die hatten einen Realschulabschluss, haben eine Winzerausbildung gemacht, haben ihr Fachabi nachgemacht und waren schon ein bisschen im eigenen Betrieb unterwegs und hatten schon ein bisschen mehr Praxiserfahrung, auch im Keller. Und die hatten bei verschiedenen Betrieben Ausbildung gemacht. Einer war aus Rheinhessen, ein Kollege auch noch hier von der Mosel. Und da kam natürlich halt super viel Einfluss auf mich drauf. Und da haben wir zum ersten Mal extrem viel Wein probiert. Und da habe ich statt auch von den beiden gelernt, dass man das schmecken kann, woher Weine kommen.
Man kann nicht nur schmecken, was es für eine Rebsorte ist, sondern man kann mit bisschen Übung auch schmecken, woher der Wein kommt. Wenn der halt eben, ja, dementsprechend ausgebaut ist, handwerklich, sage ich mal, gut ausgebaut ist. Und das war eine spannende Zeit. Da haben wir viel geübt, Weine nach der Herkunft zu probieren. Und genau, da hat mich das ein bisschen angefixt, dass man schmecken kann, wenn Wein auf Kalkboden wächst. Dass man schmecken kann, dass ein Wein, weiß nicht, aus Südeuropa kommt, auch wenn es ein Riesling ist, dass der einfach mehr Wärme erfahren hat. Dass man schmecken kann, dass ein Wein, weiß nicht, aus dem Jahrgang 2015 ist. Ja, weil das die Weine so prägen, das ist so spannend und deshalb finde ich es schade, wenn man das dann verschleiert und das wollen wir halt eben nicht machen und deshalb füllen wir halt eben die Lagenweine ab, den Merler Riesling und wir machen aber halt eben auch Weine, wo man sich nicht so reinfuchsen muss und die trinke ich auch super gerne und das sind die Gutsweine und deshalb haben wir halt eben diese Klassifizierung in drei Weine, ich denke, da ist für jeden was dabei, da ist für jede Situation was dabei. Wir haben natürlich auch noch feine, herbe und süße Weine und ja, das ist halt ganz spannend. Ich bin dieses Jahr mit den 20er Weinen auch super zufrieden. Da bin ich ein bisschen zurückgetreten. Letztes Jahr war vielleicht zu extrem, dass ich einfach alles gemacht habe ohne Filtration und so ist vielleicht ein bisschen krass. Ich habe dieses Jahr die Weine, sag ich mal, ein bisschen... Wie soll ich das ausdrücken? Also ich werde die filtrieren, sag ich mal so. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem, was wir im Keller haben. Wir werden die Gutsrieslinge auch abfüllen, schon Ende April. Wir haben ja nächste Woche die Weinprobe mit den Burgundern, die wir schon abgefüllt haben. Da ist auch der Rivaner dabei, der Weißburgunder und der Grauburgunder. Die sind alle schon vom neuen Jahrgang. Und ich denke, das wird super spannend. Und ja, ich schließe mal ein paar Fragen. Ja, Gutswein, Lagenwein sind super. Johannes H. freut mich auch sehr, dass der Johannes auch. Merler Riesling, ja. Als Merler finde ich auch, dass mein Merler Riesling. Ich trinke den auch sehr gerne. Ah ja, auch hier, Renate Gunder, genau, super. Ah, wieder ein Punkt, den ich vergessen habe. Wie machen das die anderen Moselwinzer? Wird das Klassifizierungssystem, Kabinett, Spätlese immer weiter zurückgedrängt? Also, ich würde sagen, der Großteil meiner meiner Kommilitonen in Geisenheim, als die nach Hause gegangen sind oder die Betriebe, die gemacht haben, klassifizieren die Weine fast alle nach diesem System, wie wir sie auch klassifizieren, halt eben nach Herkünften. Wäre ich nicht in den Betrieb nach Hause gekommen, hätte mein Vater das wahrscheinlich auch nicht geändert. Jetzt gibt es aber ein neues Weingesetz, was das halt eben anregt, Weine wieder nach Herkünften zu betiteln. Das ist natürlich schwierig in Deutschland, weil man so viel unter den Hut bringen muss. Man muss da quasi Winzer unter einen Hut bringen, die super gerne Lagen draufgeschrieben haben, aber auch eben super gerne Spätlesen trocken geschrieben haben. Dann kommen natürlich Weinkellereien und Genossenschaften dazu. Genau, also ist immer schwierig in Deutschland, weil Deutschland so vielfältig ist. Wenn man jetzt nach Frankreich schaut, zum Beispiel ins Burgund oder auch nach Italien, also eigentlich jedes Weinbaugebiet der Welt klassifiziert seine Weine nach Herkunft und nach Lage. In Frankreich ist es so, zum Beispiel in Burgund haben das damals Mönche festgelegt. Hier die Lage, die ist eine Premier Cru-Lage und da wächst halt quasi da immer Premier Cru. Und das ist eine Klassifizierung in Frankreich, die ist so festgelegt und da kann man auch nichts rütteln. Also wenn man dann Weinberg hatte, man hat dann die Top-Klassifizierung drauf bekommen, dann ist man quasi der glückliche Gewinner gewesen. Und wenn man eine Lage hatte, die als schlecht zertifiziert ist, die ist heute immer noch als schlecht zertifiziert. Man hat da keine andere Chance mehr. Bei uns ist es so, wir haben ja super viele Lagen und wir haben uns jetzt selber die Königslei als Lage, als beste und ausdrucksstärkste Lage klassifiziert, weil wir das deutlich so schmecken.
Und genau, es gibt ja noch den VDP in Deutschland und der hat halt eben das System auch. Der klassifiziert eben auch nach Lage und ich denke schon, dass das sich durchsetzen wird in Zukunft. Es bleibt halt ein spannendes Thema. Was ich ein bisschen ausgelassen habe, was halt eben auch die Schwierigkeit jetzt ist mit dieser Lage, sind halt eben diese Großlagen. Also mit dem Weingesetz 71 wurde ja quasi Merler Königslei, Stephansberg, Merler Fettgarten, Klösterberg, Zeller Nussberg, Zeller Karpatschen, Zeller Pommerell, was weiß ich, alle Lagen konnte man als Zeller Schwarze Katz verkaufen. Das waren die Großlagen. Da wurden dann Weinberge aus dem Flachen an der Mosel, aus der Königslei, alles zusammengepumpt und wurde als Zeller Schwarze Katz verkauft. Weil Zeller Schwarze Katz war damals ein Name und dann hat man irgendwie versucht, möglichst viel unter dem Namen zu verkaufen, womit man natürlich dann auch den Ruf ein bisschen kaputt macht. Und mit dem neuen Weingesetz will man das wieder ein bisschen zurückfahren. Und man schafft die Großlagen ab, indem man dann jetzt, ich glaube, Bereich Zeller Schwarze Katz schreiben muss, zum Beispiel. Und das deutsche Weinrecht ist ein super komplexes Thema. Es wird auch nicht so einfach sein. Ich kann auch Leute 100% verstehen, die das nicht gut finden. Ist schwierig. Ich, für meinen Weinausbaustil, was ich mir vorstelle, finde ich das System, wie wir es jetzt machen, mit dem Guts-, Orts- und Lagenwein, super richtig und nachvollziehbar, finde ich, für unseren Betrieb auf jeden Fall. Ja, und ich denke, der Rest wird sich zeigen, was da so kommt. Ich denke, dass man, ja, dass es mit der neuen, vielleicht mit der nächsten Generation dann auch so weit ist, dass man merkt, okay, also wie gesagt, wir hatten ja dieses Jahr Müller-Thurgau-Auslese gelesen. Wenn man das meinem Opa erzählt, der kann das ja niemals glauben. Das ist ja surreal. Aber das ist ja ein super starkes Zeichen dafür, dass die Qualitäts, also der ist ja auch noch im Flachen und so gewachsen, dass die Qualitäts Klassifizierung nach Oechsle ein bisschen bröckelt durch den Klimawandel. Und früher wurden halt nur die Lagen, die wir jetzt als Lagenwein ausbauen, so reif und hatten halt diese Süße im Most, um halt eben eine Auslese oder Spätlese zu werden. Da hatten die anderen Lagen gar keine Chance. Im Prinzip war das ja dann das System, was wir heute fahren. Ne? Weil das halt eben oft die ausdrucksstarken Lagen sind. Aber durch den Klimawandel wurden halt nach dem Öxle, nach dem Zuckergehalt mäßig alle Lagen quasi in der Qualität angehoben. Aber schmecken, wirklich, wirklich schmecken, tut man halt immer noch den Unterschied. Auch wenn alles sehr süß wird. Und deshalb geht man halt zurück, entkoppelt sich von der Süße und, oder genau den Mostgewichten und guckt halt, okay, wo sind meine Weine gewachsen. Und das System finde ich gut und genau. Ja, so, ich lese nochmal gerade im Chat. Ich hoffe, Renate, das hat so gepasst, meine Antwort. Also ich denke schon, dass sich das ändern wird. Zwangsläufig ein bisschen schneller mit dem neuen Weingesetz. Ob das jetzt die deutsche Weinwelt verständlicher macht, wage ich vielleicht sogar auch zu bezweifeln. Also es ist ja immer ein Durcheinander. Ja. Hier macht sich die Frage breit. Gutswein schmeckt ein bisschen temperierter, ausdrucksvoller. Bei welcher Temperatur trinkst du den Gutswein? Gibt es Unterschiede in Temperatur bei den Weinen? Ja, Gabi, das ist eine super gute Frage. Im Endeffekt reden wir immer über Geschmackssache und Geschmackssache ist ganz individuell und ist persönlicher, eigener Gusto, Geschmack. So. Wem jetzt der Gutswein besser schmeckt als der Königslei, ist doch geil auch, ne? Also mir schmecken alle gut. Ich finde halt den Gutswein ist in seiner, für das, was er ist, super. Der Merler Riesling, der Ortswein ist für das, was er ist, super. Und der Königslei ist für das, was er ist, super. Genau. Und Geschmäcker sind halt verschieden.
So, jetzt würde ich halt eben sagen, dass ein Gutswein ruhig auch ein bisschen kühler getrunken werden kann. Man schmeckt dann immer noch eine Frucht und ist einfach ein bisschen trinkiger. Genau, das macht dann auch so Spaß. Aber generell kann man die Weine auch ruhig ein bisschen wärmer werden lassen. Dann öffnen die sich ein bisschen mehr und gerade dann beim Mährler, Riesling oder Königslei, dann zeigen die ein bisschen mehr von der Struktur, öffnen sich ein bisschen mehr, brauchen auch immer noch Luft. Obwohl die wenig Schwefel haben, brauchen die noch Luft, um sich zu entwickeln, was eigentlich ein bisschen paradox ist. Aber interessant. Und die Temperatur spielt halt eine Rolle, auch wie die Weine sich zeigen. Und ich würde vielleicht tendenziell Merlot, Riesling, Königslei ein bisschen wärmer trinken, Gutswein ein bisschen kühler. Und ja, aber Gutswein kann man auch ein bisschen wärmer werden lassen, natürlich. Im Prinzip sind auch alle Weine, also sind alle Weine sind bei uns gekeltert, sind alle von Hand gelesen, sind alle aus dem biologischen Anbau von uns bewirtschaftet, sind alle spontan vergoren. Der Gutswein ist halt eben bisschen von bisschen jüngeren Reben, meistens aus dem Stephansberg, der immer ein bisschen fruchtiger ist. Und da kommen halt die Weine zusammen, die halt einen guten Gutsweinstil bilden. Ne? Und der Merlot Riesling, das sind meistens so zwei, drei Weinberge, die ich da ins Auge fasse, die einfach ein bisschen älter sind, von Ertrag sind, aber die gären ähnlich. Der Weinausbau ist ähnlich wie beim Gutswein. Das ist der Boden und der Wingert, wo der Wingert ist, wie alt der ist, der prägt im Endeffekt dann den Geschmack davon, ne? Und ja, genau. Ja, ich hoffe auch auf Sommer und ich trinke gut Riesling auch gern kalt. Ja, ich habe gerade die Anfrage gelesen und ja, ich freue mich auch. Und da ist auch der Gutswein schön für ein Feierabendglas Wein auch definitiv genau der richtige Wein. Ja. Ich hoffe, ich habe ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht. Das ist ein schwieriges Thema. Wir haben natürlich auch positive Resonanz auf die Sortimentsgestaltung bekommen. Wir haben auch negative oder Kritik auch bekommen. Man kann es eigentlich nie allen recht machen. Und ich denke, wir bleiben jetzt auf jeden Fall dabei. Ich bin damit sehr zufrieden. Ich hoffe, das war auch verständlich heute Abend. Ja, mich hat gefreut, dass da so viel Interesse dann auch da war. Und ja, ich finde immer spannend, was man alles aus einer Traube produzieren kann, was man alles mit einer Flasche Wein transportieren kann. Und trinke jetzt noch in Ruhe mein Glas leer, beantworte noch ein paar Fragen, wenn die noch kommen. Und sonst würde ich sagen, wünsche allen viel Spaß beim Probieren und Leeren der Flaschen. Nächsten Samstag machen wir noch eine Online-Weinprobe mit dem 20er-Jahrgang, mit dem Rivaner Weißburgunder Grauburgunder. Denke ich auch ganz spannend, sind ganz schöne, frische Weine. Ich entschuldige mich jetzt einfach nochmal dafür, dass das heute ein bisschen Freestyle war, für die Verzögerung am Anfang. Ich weiß immer noch nicht, wo dran, also ja. Internet, das ist halt hier schwierig. Das Komische ist, ich habe extra alles gemacht wie am letzten Mal, was reibungslos ging. Wir mussten dann eben den PC wechseln und dann hatte ich mein Programm nicht mehr und keine Bilder. Deshalb hoffe ich, dass man halt trotzdem irgendwie gut nachvollziehen konnte. Auch ohne so festen Strang für mich. Genau, da kommt noch eine Frage. Macht es Sinn, die Weine zu lagern? Welcher der Weine würdest du lagern? Oder macht es keinen Unterschied? Da würde ich auch ganz klar sagen, haben wir eine Klassifikation der Weine. Und ein Gutswein hat Potenzial zum Lagern. Den würde ich mir aber jetzt nicht für in 16 oder 18 Jahren mit meinem neugeborenen Kind zu probieren weglegen. Gutswein sind Weine, die werden abgefüllt und sollen dann auch möglichst schnell reif sein, Spaß machen, den neuen Jahrgang präsentieren und genau, einfach als Alltags-, als Gutswein dienen und zum Trinken. Ne? Potenzial, würde ich sagen, ist da aber auch, also guck mal, das ist jetzt 19er, der ist jetzt ein Jahr gefüllt, ich finde den super schön, super frisch.
Den kann man auch nur gut ein, zwei Jahren noch trinken. Also vielleicht so genau 2 bis 3, 4 Jahre Gutswein. Da würde ich aber sagen, da verliert auch ein Gutswein die Frucht und die macht ja eigentlich auch ein Gutswein aus. Bei den Lagenweinen und Königslei, Ortswein und Lagenwein ist ein bisschen anders. Die werden schon auch ausgebaut, nicht zum Direkttrinken. Die werden auch ausgebaut zum Lagern. Die haben die Struktur und die Säure, um alt älter zu werden. Also da würde ich locker auch sagen, 5 Jahre null Problemo. Gerade beim Erler Riesling. Der zeigt jetzt noch so wenig, der kommt ja eigentlich nur über die Struktur. Der kriegt auch irgendwann eine Frucht. Und er kriegt irgendwann auch eine Cremigkeit, wenn die Säure sich halt eben mit dem Rest einbindet. Ne? Der ist ja noch ein bisschen kantig. Und so Weine, die halt jetzt nicht so fruchtig trinkreif sind, die können halt gut reifen. Man muss halt auch immer sagen, was will man erreichen, wenn man Wein 10 Jahre weglegt? Wenn man Wein nach 10 Jahren nochmal öffnet, dann schmecken die ja nicht wie vor 10 Jahren. Ne? Die sind halt dann eben gereift. Verändern ihren Geschmack. Und manche Weine sind dafür gemacht, dass sie den Geschmack verändern und denen ist genug mitgegeben für den Reifeprozess, für den Weg, damit der Wein halt eben eine schöne Veränderung durchläuft. Der verändert halt definitiv dann seinen Geschmack, aber der hat eine schöne Veränderung und manche Weine sind halt eben nicht dafür gemacht und da ist die Veränderung halt dem eben vielleicht nicht so positiv. Und wenn ich was weglegen würde, dann würde ich ein Merlot Riesling weglegen oder ein Königslei. Wobei das Exemplar, der Jahrgang des Königslei ist vielleicht, weil ein Experiment von mir war, wenig Schwefel mit der Hefe, ist vielleicht nochmal was anderes. Deshalb würde ich Merlot Riesling weglegen, weil vielleicht die Königslei vielleicht doch irgendwann ein bisschen oxidativ wird, also mit Sauerstoffverbindungen eingeht, weil das halt eben keinen großen Sauerstoffschutz hat, weil da so viel Schwefel fehlt. Genau, das ist jetzt eine Besonderheit von dem Wein. Jetzt kommen auch noch ein ganzer Haufen Fragen. Danke, Ansgar. Füllt ihr die Lagenweine immer unfiltriert ab? Alfred, mir füllen die Lagenweine. Ich habe den 19er Königslei zum ersten Mal unfiltriert abgefüllt. Das war auch, glaube ich, würde ich jetzt mal sagen, da war der Vater und die Mama waren in Urlaub und ich habe die mit Marius zusammen an dem Morgen abgefüllt. Und das waren vielleicht auch in der Historie des Weingutes Richard Scheidt die ersten unfiltrierten Weine. Werden es vielleicht auch nicht bleiben, weil ich finde es super spannend. Es macht mir sehr viel Spaß. Und vielleicht fülle ich den 20er Jahrgang zur Hälfte filtriert und zur Hälfte unfiltriert, was vielleicht das Ganze noch mal spannender macht, wenn man dann die beiden gegeneinander probieren kann. Genau, aber ist nicht die Regel. So. Sofort austreten, genau. Ja, de Maria Selka Quaying. Ja, letztes Jahr hatte ich natürlich, da hatte ich mir überhaupt da nichts bei gedacht bei der Online-Weinprobe und habe einfach mal versucht und dann musste ich ja sehr, sehr oft neu starten. Letztes Mal hat es super gut funktioniert, diesmal hat es ein bisschen gehakt. Ich hoffe, dass das nächste Mal wieder funktioniert. Wir geben uns da mal Mühe. Mit den Bildern finde ich eigentlich auch ganz gut. Die sind sonst auch ein bisschen besser vorbereitet. Und genau. Ich würde sagen, bevor wir jetzt hier wieder in so ein Plätschern verfallen, wünsche ich allen noch einen schönen Abend. Viel Spaß noch beim Probieren. Ich freue euch alle hier nochmal irgendwann vielleicht wieder bei uns in Merl grüßen zu dürfen. Und ja, mir